Moment. Steht es schon dazu? Ich hätte jetzt auch eine knelle Ansage. Aber mach okay, du. Dann soll ich? Oder ja. Wir können ja einfach zwei Versionen machen. Können wir auch machen. Okay, wir machen. Okay, Version 1. Rami, ich hab Bock auf ein Quickie. Beziehungsweise auf ein paar Quickies hintereinander. Ist es dann ein Longi eigentlich? Wenn ich mehrere Quickies hintereinander mache? Ist das nicht ein Multi-Quickie? Multi-Quickie. Das klingt ein bisschen ungünstig. Multi-Quickie, Quickie, Quickie. Mama Multi-Quick. Ich hoffe nicht, also. Ja, schön. Okay, und was war deine Version für die Ansage? Ich wollte gerade sagen, es gab mal einen Kerl, der Musik aufgelegt hat. Und bei der Namensvergabe war er allerdings ein bisschen spät, deswegen hieß er halt nicht mehr DJ, sondern die ganzen Ds waren schon vergeben, deswegen heißt er LJ. Ja. Ja, aber ich fand deine gerade schöner. Late LJ. Ja. Ich fand deine Ansage schöner. Danke, aber du hast auch, es hat, wir haben uns einfach wieder sehr gut ergänzt, muss ich sagen. Aber es ist schön, wir haben beide ein Wortspiel gemacht und beide halt von verschiedenen Teilen dessen, was denn vorhanden war. Ja, das stimmt. Wir haben quasi alles bedient gerade. Das stimmt. Wir haben schon alles gesagt. Entweder wir verbringen zu wenig Zeit miteinander, dass wir nicht die exakt gleichen Gedankengänge haben, oder wir verbringen zu viel Zeit miteinander, sodass wir halt schon wissen, was der andere sagt, welchen Teil, wir wissen, welchen Part jeweils der andere übernimmt. Das ist wie beim Beischlaf, liebe Kinder, da ist das auch sehr wichtig. Es kann aber manchmal auch... Liebe Kinder, ist doof gewesen jetzt. wie war das, man kann die Videos ab 18 markieren? Nee, aber ist jetzt quasi mein Aufklärungsgespräch, das ich der Welt einfach mal schenken wollte. Ja. So. Ist ja auch quasi wie Biologieunterricht hier, Portal 2. Das stimmt. Hier lernt man auf jeden Fall eine Menge. Ja, es ist eigentlich Bio, Mathe, Physik, Chemie, Deutsch, Englisch. Ja, wir sollten mal einen Antrag einreichen, dass Schule revolutioniert wird. Ja. Und alle nur unsere Videos schauen müssen. Das reicht eigentlich schon. Das wäre, also Alter. Ich meine, das Wissen, was da verteilt wird, wäre zwar sehr speziell, aber man würde vielleicht sogar mehr lernen als da. Und es würde mehr etwa von hängen bleiben. Ja, oder, aber die Kinder würden dann nichts mehr lernen, weil die sich immer so oft vor die Stirn hauen, dass das Gedächtnis einfach irgendwann nachlässt. Richtig. Dann bei unseren Ergüssen hier. Ja, apropos Ergüsse, lass uns doch mal einen Start hier hingießen. Du meinst einen Quickie? Nee. Vielleicht sind wir ja gar nicht so quick. Nee, vielleicht sind wir ja Chambers, ne? Was? Ach, das macht überhaupt keinen Sinn, was du erzählst. Wir unterhielten uns. Ich habe mich in die falsche Richtung umgedreht. Ist aber auch ungewohnt hier. Eigentlich, ja. Hä? Ja, das ist jetzt so aufgereiht wie so eine typische H&M-Umkleide, dass du dann einen langen Gang hast und dann sind die ganzen Ställchen da an der Seite. Ja. Stimmt. Nur, dass hier ein Vorhang fehlt und hier nicht 10 Klamotten drin vergessen wurden. Lass den Vorhang eben mal weg. Oh. Gerade wenn ich die Boxershorts teste, ja? Ja. Boah. Du meinst, muss man auch sehen können, warum die Hose zu knapp ist. Oder wie? Ach, guck mal. Hä? Das wechselt hier fleißig vor sich hin. Okay, ich schaff das. Das sah sehr lustig aus. Nicht, dass ich dich gerne sterben sehe, aber... Naja, ein bisschen schon. Oh. Das war auch gut. Aber ich lebe noch. Ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Ich habe nicht gedacht, dass man ein zweites Portal noch setzen muss. Oh, so kann es tatsächlich. Warte mal. Hey. Ach, du musst ja, so aber passt wirklich beide so durch. Passt es. Tatsache. Und dann hier hoch. Warte. Crazy. Was? Wie? Sag ich jetzt einfach mal so. Komm. Oh. Du rennst. Das Problem ist, ich muss den Knopf drücken ganz oben. Ich trau mich nicht. Hey. Oh. Aber gerade so. Sehr gut. Oh. Oh. Krass, beim ersten Mal. Das ist ja mal hochinteressant. Ist geil gemacht. Ich bin stolz, dass ich bisher noch gar nicht gestorben bin. Obwohl es sehr, sehr knapp war. Ist echt geil gemacht. Vielleicht bist du oben und ich nicht. Nee, ich bin hier direkt bei dir. Was? Hä? Warum bist du. Hä? Warum bist du nicht oben? Wieso sollte ich oben sein? Ja, weil dein Fahrstuhl hochgefahren ist gerade, oder nicht? Das war doch kein Fahrstuhl, oder? Ach so, einfach nicht. Nee, hier war eine Tür halt, die stand. Ach so. Da habe ich denn gedacht, kann ich jetzt gar nicht mit hochfahren, weil ich ist ja gar kein Fahrstuhl. Ach so. Achso, jetzt können wir da, glaube ich, Wer
Sirenen, bö. Achso. Ich weiß nicht. Mist, was wahrscheinlich hätte man das timen müssen, dass. Nee. Du meinst so, dass. Nee. Man hier. Dass man zurück. Doch, klar. Was? Oh, da muss man nochmal hin. Hm. Aber das ist doch jetzt ja, oben das Ding. Nee. Ich meine, warte. Ich sterbe jetzt sowas von. Hep. Ui, dahin Portal hinmachen. Was, wo, hä? Ja, was? Du setzt dann dein Rotes bitte dahin, sobald ich da oben den Knopf bedrückt habe. Ah, ja, klar, macht Sinn. Ja, ich verstehe. Boah, wie ich hier durchrattere, ohne dass ich jemals sterbe. Hui. Hui. Ach, geil. Plump. Das ist mal super. Schlonk, schlonk, schlonk. Kannst du mich irgendwie schlonk, hochkriegen? Schlonk. Ich will ist das nicht der bleiben. Lass mich nicht allein. Nee. Hä, musst Lass du da mitlaufen? Musst du das auch machen? Ich glaube, du musst es auch machen. Wahrscheinlich können wir ja auch. Das ist ja kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, wie oft du stirbst. Okay, aber ich bin auch gespannt jetzt. Oh. Achso, du musst dein eigenes. Warte, ich muss jetzt mal tauschen. Okay, wir tauschen, okay. Also ich gut. Weil ich muss mal hier, ne? Ja, okay, ich verstehe das. Oh, okay. Schön. Ich renne los. Oh. Oh. Ich bin nicht rangekommen. Ich bin runtergefallen. Du bist. Nein. Wir sind zwei Profis. Dann gehe ich jetzt zuerst. No. Okay, mach du. Warte. Da. So, schwupps. Wieso bin ich denn da nicht rangekommen? Ich verstehe das nicht. Du musst volle Kanone Schwung haben. Gut, das war nicht so lustig, aber eigentlich schon. Aber auch du stirbst nicht. Das war der Falsche, ne? Nee, ich hab das richtige Knopf gedrückt, aber wieso bin ich aber daneben geplumpst? Nee, weil ich das Portal weggemacht habe. Achso. Wie gesagt, ich hab das Falsche genommen. Kein Problem. Ist ja kein... Ist ja... Ich muss deine Sicht mal mithaben. Aber auch du lebst, das ist schön. Ich komm da nicht ran. Warum kommst du da nicht ran? Warte mal, ich bin einfach zu klein. Nee, du bist der Kleine, verdammt. Ich versuch's nochmal. Ups. Ich... So, jetzt schau ich's aber. Du musst einfach die ganze Zeit so richtig ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Warte. Ja. Ich geb ihm jetzt. Die Sporen, aber sowas von. Oha. Der Boah, das war knapp. Juhu. Setzt du so, deine jetzt Portale. Mach ich hier meine Portale. Moment. Da ein Portal und dann. Kannst mal gucken, ob man durch das Gitter durchschießen kann? Weil es ist eigentlich egal, ne? Ja, denke ich auch. Ja, das ist egal. So, haben wir es so. Ja, alles gut. Bitte! Jawohl! Das war knapp. Das war höchst knapp. Hi. Aber ich konnte halt nicht früher, ne? Hi. Hallo. Ja, du kommst nie früher. Nee. So. Hallo. Yay. Das sind also die Quick Chambers. Quickie 1 haben wir hinter uns. Sehr gut, ich finde die super. Ein Radio. Ein Radio. Das ist explodiert. Aua. Und damit hat es rumgesprottert. Ich habe es angefangen und es ist explodiert. Ja, ich kann es mal sehen. Es mag dich halt nicht. Es ist nicht Weil schön. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man dich nicht mögen könnte. Du bist so süß. Ja, willst du gerne fallen? Soll ich? Ja, weil du mal. Ich fall mal. Weil es so. Erstaunlich, dass das beim ersten Mal funktioniert hat. Oh mein Gott. Wie was? Oh mein Gott. Hinter dir. Vorsicht. Oh. Hallo. Hallo, sie fahren mir zu schnell da. Bip. Na. Bip. Bip. Es ist bestimmt diese. In der Kasse. Genau, das wollte ich gerade sagen. Bip. Da haben die auch mal so rote Laser darunter. Wobei die nicht ganz so tödlich sind, glaube ich. Wobei der Joghurt, der da immer rübergerubbelt wird, der stirbt dann schon ziemlich. Die Gurke kannst du als geschält verkaufen danach. So, ich versuche gerade mal noch. Ah, wir müssen hier. Warte, diesmal fliegst du. Ich fliege. Achso. Das Warten heißt, Sie? Ich lege meine Hände in deine Verantwortung? Nee, ich lege meine Verantwortung in deine Hände. Oh ja. Hui. Warte mal, aus dem Roten kommst du raus, alles klar. Oh. Warte, wir haben das gleich. Oh. Also schön. Hätte ich irgendwas mitnehmen sollen? Nee, ne? Kann ich gar nicht. Gibt's ja nichts. Nee. Wie machen wir das? Kannst du irgendwas machen? Ich, da ist ja gar nichts. Oho. Glaub nicht. Piep. Piep.
Okay, warum kann ich hier rein? Wie kann man denn Ach so. Oh, du musst auch noch fallen. Ach so, na ja, klar, ist ja... Das Blöde ist, ich sehe das nicht. Du musst, Ich muss dir Bescheid sagen. Nee, dafür haben wir das Piep. Le Piep. Le Piep. Falle. Ich falle. Ah, ich wollte gerade sagen, ich höre kein Piep mehr. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das Piep war, wenn es ausgeht oder wenn es anfängt, aber anscheinend hat es... Danke, dass du mir das hinterher sagst. Naja, es ist, ne, man will den Kunden ja auch nicht verunsichern. Ja, das stimmt. Ja. Da geht man dann das Risiko ein, dass man halt voll verkackt. Mhm. Ich finde es aber cool, es hat sehr viel mit Timing zu tun hier, das Ganze. Das stimmt. Ich mag die Quickies. Ja. Ich stehe auf Quickies. Ui. Wahrscheinlich, aber es mit dem Kunden stimmt tatsächlich, weil wenn er schon vorher weiß, oh, das wird nichts, dann ist er viel hibbeliger drauf. Ja, das stimmt. Dann muss der Verkäufer immer Zuversicht ausstrahlen. Ja. Ist sowieso Ausstrahlung und sowas ist immer ganz wichtig, wenn man irgendwas verkaufen will. Ja. Man muss sich halt sicher sein, dass das gut ist, was man da macht. Also man darf nicht zu eingebildet sein, aber ist ja jetzt auch kein Beratungsgespräch hier. So, Oh, da ist ein Würfel. Einer. Wir brauchen zwei. Hawaii brauchen wir. Bringt uns nichts, so. Peter. Oh, hier unten ist ja... Oh, da müssen wir die so hin. Ist ja interessant. Warte mal kurz. Ich guck mal gerade, was hier so passiert, wenn ich hier jetzt einfach mal kurz... Das ist ein Knöpfchen. Ein Knöpfchen ist ja da. Ich drück mir ja auf den Knopf drauf. Warte, wo ist der Knopf? Wie soll denn das gehen hier? Hä? Dass wir da den Laser zurücklenken. Komm ich nicht hoch genug? Ich komm nicht hoch genug. Nein. Wie? Ach, da kann man jumpolieren. Ich meine, trampolieren. Trampolieren. Ist da, kann man da? Nee, kann man da nicht. Ich bin mal gleich wieder da. Ja. Warum sind die Flächen hier so komisch angeordnet? So komisch. Komisch? Komisch. Komisch. Hallo, ich bin komisch in der. Warum sind. Wie soll man da hinkommen? Komisch in der. Ja. Kommst du mal bitte? Wohin denn? Hopp, bei Hallo? Fuß. Okay. Wie soll man die Laser dahin packen? Das habe ich mich auch schon vorhin gefragt, weil da ist ja nichts gegenüber und da ist auch keine Fläche, die sich irgendwie. Was? Da ist da eine Prisma drin oder was? What is. Ich glaube, da ist gar nichts drin, wie es aussieht. Wie? Oder brauchen wir doch sowas in der Art oder nicht? Aber der Bart brauchen? Aber ha. Weiß ich nicht. Wir sind schon manchmal ein bisschen durch, habe ich den Eindruck. Nein. Okay, wir brauchen auch nicht beide gleichzeitig, wir brauchen das nur nacheinander, damit wir da so, rüber geschubbelt kommen. Ich werde mal kurz, warten Sie mal kurz. Oh. Achso, ich wollte gerade da schweben. Achso. Ja, ich wollte schweben. Wieso bin ich denn so langsam? Weiß ich nicht. Der Peter ist echt langsam. Du schaffst das. Ich drück mal alles, du bist halt zu dick geworden, sag ich mal. Ich bin einfach zu schwer. So, guck mal. Ein Prisma. Ja, ist schön. Muss ich nochmal drücken oder kommt's konstant? Du musst im fliegender sein. Im Gleichgewicht fliegen. Ich komm Glaube nicht ich, ran. Weil. Wie, du kommst nicht ran. Ich komm an den Knopf nicht ran. Wie, du kommst an den Knopf nicht ran? Kannst du mal meine Portale ersetzen? Aber wenn du dein Rotes dahin packst. Dass du immer da zwischen fliegen bleibst. Ah ja, Tatsache, ja, das müsste. Weil ich brauch den Peter. Hallo! Und tschüss. Hi. Hallo! So, drückst du mal. Genau. Hab ich. Oh, verdammt, das geht nicht. Nochmal. Oh, er kommt. Das sieht aber auch sehr lustig aus, muss ich sagen. Wo bist du eigentlich? Wo ist er? Da ist er. Da. Soll ich nochmal? Ich mach nochmal. Wie soll denn das gehen? Nee, der zeigt immer falsch. Kann man den da rausnehmen? Ach klar, kann ich das. Hast Machst du noch mal einen? Hast du ihn? Ich soll noch mal einen machen. Warte, ich mach noch mal einen. Setz du da noch mal einen hin, bitte. Ja, das ist zu früh. Noch mal? Einen? Ja. Er kommt. Ja. Es kommt. Ja. Es kommt schon mal vor, dass... Noch mal oder hast du? Nee, ich hab jetzt noch mal der Rubel. Du darfst wieder zurück. Yep. Ich weiß nicht, ob bin ich jetzt richtig hier. War hier. Da! Okay. Hier muss ich hin! Oh.
Ist alles Hallo. In Ordnung mit dir, oder? Ja, das waren meine Emotionen, sag ja. es doch ruhig. Ja. Die Frage ist, war das jetzt sinnvoll? Weil das müssen wir hier unten auch nicht viel. Ich hätte da oben wahrscheinlich irgendwie hinkommen können müssen, aber das bringt auch nichts. Wenn wir mal so ehrlich sind. So, warte. Mhm. Vielleicht geht es aber trotzdem. Muss man nicht. Eventuell. Was mein heißt mein eventuell? Gedanke, den ich jetzt gerade habe. Ja. Wenn wir nun hier den Peter rauskommen lassen, da wo dein hellblaues ist, dann würde ja der Würfel, das Prisma, bis da hinten hin rutschen und dann nee, mal, in eine Richtung mal, zeigen und dann eventuell da auf die Dinger. Ja, stimmt. Vielleicht? Ich weiß es allerdings nicht. Au! Das tut doch weh. Wieso machst du denn sowas? Nein, bleib hier! Nein! Du musst da hin, du musst da hin, du musst da schnell hin. Wo muss ich hin? Da hinten an der Seite. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Ach, da. Scheiße. Was machst du noch denn? Nochmal. So. Achso, okay. Geh doch mal hin. Das ist jetzt höchst dramatisch. Und. Oh, go to 1. Okay, ich hab's. Mach die 2 an, die 2 an. Und gib mir die 2. Und gib mir nochmal die 1, gib mir nochmal die 1. Gib mir. Yeah. Ah, darf ich wieder runter? Nein, verdammt. Was? Achso. Oh, das war ich. Ich hab einfach den Kopf gedrückt. Okay. Oh, ist auch gut. Ich komm mal wieder. Ja, wie gleich. So. Hä? Was bist du da? Du direkt zurück? Das ist schön. Ja. Also, fein. So. Hallo. Jetzt haben wir immer noch nicht den da oben. Ach so, aber da können wir das umdrehen dann. Oho. Du musst aber dann. Wir müssen dann aber nochmal. Bei mir hat er hier noch immer ein Laser an sich dran. Ja, ach so. Ah, okay. Ich dachte gerade, wir müssen da hin. Sehen wir noch einen Laser? Ja. Schaust du den neuen Star Wars-Film an? Der 2015 oder 16 oder sowas rauskommt? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Warum nicht? Das musst du doch wissen. Oh nein. Ich will erstmal wieder die alten Star Wars Teile sehen. Tröd. Oh. Okay. Wieso kommst du da jetzt drauf? Weil du ein Laserschwert haben möchtest als Gimmick? Ja, weil ich gerade quasi so einen Laser in der Hand hatte und dann so. Oh. So machen die ja. immer. Ich stelle mir gerade vor, wie du andere Dinge in der Hand hast und auch so ein Geräusch machst. Jetzt müsste es sich dann anders anhören. Ach ja, damit hätten wir das Niveau auch wieder gesenkt. Der Schwertfight. Wenn man damit kämpfen müsste, also ich finde das nicht gut. Nee, ich auch nicht. Es ist schmerzhaft auf jeden Fall, glaube ich, denke ich. Ja, nee, weißt du nicht. Also Lichtschwerter. Wir reden ja von Lichtschwertern. Ja, natürlich. Also ist da kann ja man, wenn man abrutscht, dann ist auch mal so ein Arm ab, ne? Also. Das stimmt. Weiß nicht genau. Ich glaube, Lichtschwerter, also richtige Licht. Weiß ich, die heißen ja nicht Lichtschwert, oder? Doch, Lichtschwert? Lichtschwert. Doch, nicht schon, Laserschwert. Ne? Ja. Laserschwert und halt. Lichtschwert ist, glaube ich. Ich hätte gerne Lichtpeitsche. Ja, es ist allerdings. Ja, das ist recht schwierig. Naja, nicht das. Also, Lichtschwerter sind auch nicht unwesentlich schwieriger. Also, einfacher. Ja, das stimmt. Weil Licht ja immer weitergetragen wird, ne? Das ist schon suboptimal. Ja, ja. Man müsste halt Photonen erfinden, die nach. Einem Meter einfach aufhören. Nach kürzester Zeit einfach mal keine Lust mehr haben zu existieren. Ja. Nö! Also, nö! Reicht! Stell dir mal vor, du hast dann das Supergehör und kannst Atome hören, ne? Und Photonen hören. Dann hörst du ständig. Vor allem, die sagen immer irgendwie sowas wie: Ich lebe! Und im nächsten Moment sind sie aber auch schon wieder tot, weil das ist ja in Lichtgeschwindigkeit sich voran. Und ein Meter in Lichtgeschwindigkeit dauert jetzt nicht so lang. Ja, das ist ohne. Fix. Ohne! 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 Ja, wie sind wir? Also es ist schlimm. Wie wir auch ich weiß nicht genau. Ich verstehe. Das ist einfach. Ich will auch nicht. Als normalerweise bin ich ja ein halbwegs normaler Mensch. da muss ich selber lachen. Aber sobald wir gemeinsam aufnehmen hier, gerade Portal, das geht überhaupt nicht. Ja, es ist echt nicht. Es ist. Selbst sonst, wenn wir uns so mal treffen, dann geht's eigentlich auch noch fast. Ja, stimmt. Stimmt. Wir haben uns ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit wieder gesehen und da haben wir ganz entspannt
Wir haben ganz entspannt nebeneinander gesessen, Eis gegessen und uns normal unterhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich wollte gerade sagen, das geht gar nicht. Es war aber auch sehr viel Eis involviert. Also, ja, stimmt. Das war halt recht anstrengend. Dass wir quasi gechallenged wurden und gesagt haben, nee, gegen diese Coolness kommen wir nicht an, die wir da im Becher haben. Ja, und deswegen haben wir es gar nicht erst versucht. Ja, richtig. Das Eis hat uns so zugelabert, da konnten wir halt nicht mehr so viel reden. Was ist eure Lieblingseissorte? Schreibt's in die Kommentare. Ah, nee, das war YTT, das so sagen. Das darf ich, glaube ich, nicht. Die haben, glaube ich, einen Copyright dahinter. Ja. Man weiß es nicht. Ich will auch nicht ständig irgendwelche Aufforderungen machen, was man in die Kommentare schreiben soll. Ich hasse ja sowieso Kommentare zum Lesen. Das ist ja ekelhaft. Ich will überhaupt keine haben, ey. Ja. Das ist umgedrehte Psychologie, was du da machst, ne? Wobei, umgedrehte Psychologie gibt's ja gar nicht. Es gibt ja nur die Psychologie. Ja, also, wenn man Handstand macht, ist es bestimmt auch umgedreht. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Da muss ich Ihnen recht geben, Herr Schnitzel. Und ich würde sagen, ich wünsche Ihnen jetzt, heute ist ja Sonntag, ne? Offiziell ist ja heute Sonntag. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, wa? Und wir sehen uns dann am kommenden Freitag wieder hier in Portland 2. Ich finde es schön, dass wir beim Fußball weitergekommen sind. ich bin gespannt aufs nächste Spiel. Ob wir da auch wieder 3 Tore schießen. Echt, ey. Das war echt knapp mit dem 3:2. Alter, ja, Vater, ich mein, hast du den Krimi gesehen? Unglaublich. Aber dafür ist eine Verlängerung ja da, ne? Stimmt, richtig. Die zweite. Ja, natürlich. Nach 4 Stunden Fußball ist man dann aber auch erschöpft. Wenn das stimmt, ey. Das wäre der Knaller. Das wäre echt der Knaller. Ja. Das Spiel ist ungefähr in... Wann ist das? In 2 Stunden oder so? Oder jetzt genau? Vor einer Minute hat es begonnen. Es fängt, glaube ich, jetzt an. Wir können mal gucken, wie es gerade steht. 3:2. Nee, jetzt ist schon 2 Minuten. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und bis später vielleicht. Ja, tschüss. Ja.